jeder Mensch ist einzigartig. Die Vielfalt als Chance sehen, Talente erkennen und Stärken fördern, damit jeder seinen Platz in der Gesellschaft finden kann. Davon profitieren alle, Lehrer wie Schüler, Eltern und die Gesellschaft. Individualisierung ist der Schlüssel zu einer kindgerechten Bildung. Das Argument ist immer wieder, ja, wenn wir diese andere Form des Unterrichts machen, dann komme ich mit dem Lehrplan nicht durch. Ich kann aus unserer Erfahrung sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wir kommen schneller, wir kommen besser durch, weil der Schüler selbstständig lernt. Selbstständiges Lernen, voneinander und miteinander. An den Oberlandschulen in Weilheim, am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen und an der Bodenseeschule in Friedrichshafen ist moderne Pädagogik keine Zukunftsmusik. Der rhythmisierte Schultag beginnt hier bereits in der Früh eigenverantwortlich. Nach und nach füllt sich das Klassenzimmer. Einen Gong sucht man vergebens. In einer vorbereiteten Lernumgebung beginnen die Kinder selbstständig zu lernen. Meistens kommen wir rein, schütteln unserem Lehrer die Hand, setzen uns hin, vielleicht plaudern wir noch ein bisschen und dann gehen wir an die Regale und holen unsere Sachen. Der Rhythmus des Tages wird vom Menschen mitbestimmt und ich kann doch nicht nur beim Gong das Thema beenden und mit dem Gong das neue Thema beginnen. Ich muss manchmal 60 Minuten an einem Thema bleiben und das andere Mal nur 40 Minuten. Das Kind im Mittelpunkt des Lernens. An der Bodenseeschule wechseln sich Lern- und Entspannungsphasen ab und ermöglichen so ein ganzheitliches Bildungsangebot. Rhythmisiert geht es durch den Tag. Das gemeinsame Mittagessen gehört genauso wie die zahlreichen Ganztagsangebote zu einer Schule, die hier zum Lebensraum geworden ist. Nach dem Essen können wir, gibt es verschiedene Programme sozusagen, da können wir vorne im Waldspielplatz gehen, wenn es erlaubt ist, oder Spielecafé, da kann man Spiele spielen, Saft trinken und dann gibt es auch Computerraum, da kann man halt im Computer gehen, Spiele spielen, das ist auch gut, also mir gefällt hier. Viele Schulen unter einem Dach. An den Oberlandschulen lernen Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Schulformen, vom Gymnasium bis zur Wirtschaftsschule. Gemeinsam profitieren alle Klassen von der besonderen Architektur des Schulgebäudes. Eine offen gestaltete Lernumgebung mit viel Platz für Gruppenarbeit und Inputphasen. Der Raum als vierter Pädagoge. Also bei uns ist ja so, wir sind ja eine Klasse und wir haben jetzt eigentlich sozusagen drei Klassenzimmer für uns. Und das ist eigentlich ganz gut, weil wir teilen uns manchmal, weil wir sind relativ viele. Und damit die, die etwas fortgeschritten sind, nicht gebremst werden, können sie halt in die Demoräume gehen und besprechen die fertigen Ergebnisse mit den Lehrern. Und das führt halt zu einer viel Ziel, also es führt halt schneller zum Ziel und ist halt eine viel bessere Arbeitsvariante zum Aufarbeiten. So wie wir mit den Schülern individualisiert umgehen, dürfen die Lehrer auch ihren Stil bringen. Das Einzige, was Vorgabe ist, dass Frontalunterricht als Unterrichtsstil nicht erwünscht ist. Der Frontalunterricht entspricht nicht nur unserer Zeit. Heutzutage ist die Gruppenarbeit, die Teamarbeit in den Unternehmen gefragt. Im täglichen Leben wird mehr individualisiert und die Schüler müssen auf diese neue Lebensform vorbereitet werden. Individualisiertes Lernen braucht Raum und Vertrauen in die Schüler. So werden Lehrer vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter. Vielfalt als Chance begreifen. Die große Herausforderung einer modernen Pädagogik. Oettingen in Schwaben. Hier am Albrecht-Ernst-Gymnasium ist in den letzten 2 Jahren eine neue Form des Lernens entstanden. An einem ganz normalen Gymnasium in Bayern. Den Impuls gaben Experten und der Blick an andere Schulen. Das Ergebnis der Recherchen? Ein völlig neues Konzept für Unterricht und eine innovative und transparente Lernumgebung. Die Erfahrungen sind durchwegs positiv. Wir haben festgestellt, dass die Schüler in dieser Form des Lernens wesentlich mehr arbeiten und wesentlich schneller arbeiten. Also hier lernt man eigentlich besser, weil hier ist alles freie und nicht so strikt. Also das finde ich jetzt schon besser, weil dann kann man halt auch selber mehr bestimmen, was man macht. Selbstständiges und selbstbestimmtes Lernen im Rahmen des regulären Lehrplans.
Am Gymnasium in Oettingen wird viel Wert auf gegenseitige Hilfen der Schüler untereinander und auf Lernen aus Neugier gesetzt. Eine besondere Umgebung, die die Schüler für sich entdecken können, und besonders gestaltete Lernmaterialien sorgen für einen abwechslungsreichen und stressfreien Schulalltag. Individualisierung ist hier der Schlüssel zu einem effektiven Lernerfolg. Sie können sowas nicht machen, wenn Sie in der Mittelstufe damit beginnen. Das geht nicht. Ja? Sie müssen von Anfang an die Kinder an diese Regeln gewöhnen. Es muss selbstverständlich werden, dass man, so wie im Straßenverkehr sagen wir, ich verhalte mich so, dass ich die anderen beim Lernen nicht störe. Und wenn ich mich gestört fühle, darf ich es den anderen sagen. Ja? Das gilt auch für die Lehrer. Kindgerechte Bildung bedeutet, Kinder und Jugendliche als Individuen zu begreifen, ihre Neugier zu wecken und ihre Stärken zu fördern. Pädagogik, die heute schon möglich ist und keine Zukunftsmusik. Musik.